Moin moin und hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man Zahnseide benutzen kann. Ich benutze dafür Zahnseide-Sticks, die sehen so aus, das ist so ein Paket, da sind mehrere drin, ich verlinke das unten und das ist das Teil. So, was haben wir denn hier für Bauteile? Hier oben ist die Zahnseide. Damit kommen wir super in die Zwischenräume von unseren Zähnen. Das ist exponentiell wichtig. Also, erster Schritt. Zähne putzen, verlinke ich euch unten auch, habe ich getan. Und jetzt sind die Zwischenräume dran. Die Zwischenräume, da kommt man mit der Zahnbürste nicht hin. Schaut euch das an. Die Borsten kommen nicht so richtig da rein. Nein, nein, nein. Dafür brauchen wir was Spitzeres, um dicke Knubbel zu entfernen. Fleischreste oder von Zitrusfrüchten solche Fasern. Und diese Seite benutzen wir dann, um sozusagen plan drunter zu kommen und die dann frei zu rubbeln. Okay, wie macht man, benutzt man die? Also als erstes nehmen wir die Spitze. Wenn ihr an irgendwo fühlt, dass da irgendwie sowas hängt, da hängt das, dann geht ihr hin mit der Spitze, nicht voll ins Zahnfleisch rein, sondern in die Zwischenräume und versucht das rauszuhebeln. So, wir zeigen es hier vorne. So, rein und raus. Gut. So, und dann habt ihr sozusagen Fleischstückchen etc. entfernt. Okay, jetzt aber die Tiefenreinigung funktioniert hier mit diesem Teil. Das kommt sozusagen zwischen, hier sind die zwei Zähne und da ist der Zwischenraum. Dann geht ihr damit dazwischen und macht eine sägende Bewegung. Sägen und plupp. Irgendwann seid ihr drinnen. Bei mir ist das sehr schwierig an manchen Stellen. Da natürlich nicht. Aber ich habe auch andere Stellen, die sind sehr eng. Und dann müsst ihr ganz vorsichtig also einen Druck aufbauen und dabei sägen, bis ihr plopp unten dran kommt. Und dann, wenn ihr unten drin seid, dann nochmal ein bisschen hin und her, hoch und runter. Und dann werden wir gleich sehen, dass da bestimmt was dran sein wird. Probieren wir es aus, Leute. So, wir fangen mal unten an. Ja, und rein. Hin und her, hin und her. Hoch. Noch nichts. Kurz abtropfen, fertig. Nächst hier. Ja, und gegen. Und kriegen. Aber, ja, guck mal, da ist schon was. Habt ihr gesehen? Da. Weg damit. Ja. Hier ist er drin, hast du gemerkt? Hinten her. Und jetzt hier hoch und sägen. So, so geht das. Oben das gleiche. Hin und sägen. Drinnen, gut. Hin und her, hin und her. Raus. So, weg. Ja. Jetzt drücken und sägen. Und so. Geht ihr jeden Zwischenraum ab. Und vergesst nicht auch hinten die Zähne. Ja. Sägen. Ha, kriegen. Und wieder raus. So, da seht ihr. So könnt ihr eure Zwischenräume super sauber kriegen. Das ist wichtig, weil auch in den Zwischenräumen gibt es ja dann Plaqueablagerungen und die werden irgendwann dann auch zu Karies. Und das mögen wir ja nicht. Das zerfrisst dann den Zahnstein langsam und ihr habt irgendwann dann da ein Loch. Dann kommt das Loch irgendwann zu eurem, sag mal schnell, Euren. Was ist da drunter? Nerv. Zum Nerv. Und der sagt die ganze Zeit dann, aua, aua, aua. Und dann müsst ihr zum Zahnarzt und dann wird das aufgebohrt und mit einer Füllung versehen. Das wollen wir vermeiden. Also benutzt diese Zahnseide. Am besten diese Dinger hier. Wirklich, die sind voll praktisch. Die könnt ihr mehrfach benutzen. Macht sie da ein bisschen sauber. Oder ihr benutzt sie jedes Mal. Neun. Das ist am hygienischsten. Und so, das solltet ihr einmal die Woche machen.
Easy. Und denkt auch dran, selbst wenn es mal ein bisschen blutet, das funktioniert trotzdem. Nicht jeden Tag, weil dann würdet ihr ja irgendwann den, wenn es andauernd blutet, würdet ihr ja da irgendwann den Zahnhaut unten etwas zurückdrücken. Das wäre auch nicht gut. Also einmal die Woche reicht und dann klappt das schon. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.